Moin. Moin. Morgen. Hallo, Herr Schmitz. Hallo, moin. Schön, dass Sie da sind. Ich hatte heute eine Patientin, die gerne mal sich mit jemandem unterhalten möchte, in Zimmer 2. Viele Menschen können vorher nicht drüber reden. Und wenn dann so jemand wie ich kommt und das alles brechen tue, auch die Patientin oder der Patient ist wie ausgewechselt, der redet jetzt. Das ist schon meine größte Freude, zu erleben, dass ich auf diesem Weg ein bisschen helfen kann. Schönen guten Tag. Mein Name ist Schwarzer. Ich komme von Grünen Damen und Herren und bin auf der Station ehrenamtlich und höre ich mir die Geschichten der Patienten ein bisschen an. Es gibt Patienten, die haben weder Verwandte noch Bekannte. Und sind dann doch froh, wenn Sie sich mal ein bisschen was von der Seele reden können. So, Frau Abel, was halten Sie davon, wenn wir mal eine kleine Runde drehen? Frische Luft schnappen, ne? Ich habe selber einen langen Leidensweg durchlebt. Und ich möchte ganz einfach, dass die Patienten den Erfolg, den ich bekommen habe, auch durchleben können. Geht's bei Ihnen? Ja, geht. Schön langsam, jawohl. Nicht, dass wir sie hier noch aufheben müssen. Das Krankenhaus braucht Menschen, klingt jetzt überheblich, aber so wie mich. Die Schwestern und Ärzte, die haben so viel zu tun, die haben die Zeit einfach nicht. Dafür bin ich da, ich habe die Zeit. Ich bin einfach froh, dass ich auf diesem Wege was geben kann.